So, und da sind wir auch schon wieder zurück beim FIFA 13 Spielen und heute beim ersten Spiel gegen den FC Genua. Eine italienische Mannschaft, nicht schlecht, muss man sagen. Gucken wir mal, ob wir eine Chance haben auf Profi. Ich glaube irgendwie nicht, weil ich habe ja wie gesagt noch nie auf Profi gespielt, jedenfalls die FIFA 13 mit dem Controller. Und ich habe mal auch die Grafik einschaut, ein bisschen runtergetan, so auf 1270 mal 720 oder so in der Art. Vorher hatte ich die höchsten und ich glaube, es war vielleicht ein bisschen, es läuft auch viel flüssiger, finde ich. Und ja, unsere Aufstellung hier. Und natürlich ein paar Ersatzspieler. So sieht unsere Bank jetzt aus hier. Habe ich aber ein bisschen ausgewechselt. Sibo kann auch außen spielen, der ist super schnell. Usona kann in die Mitte dann für Bonsé, weil der hat ja kaum Ausdauer. Der kann gar nichts mit Ausdauer. Werner für links, Vogt im defensiven Mittelfeld und dann noch zwei Verteidiger plus den Torwart. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an hier. Stillo, Ferronetti, Canini, Sampieri, Antonelli, Anselmo, Kuka, Bertolacci, Jankovic, Immobile und Vargas. Merkel ist sogar auch auf der Bank. Andrea Merkel. Andrea, was? Andrea Merkel? Angela Merkel ist auch auf der Bank mit der Nummer 10. Ist jetzt nach Italien rüber gewechselt. Korrupt. Na, was will man machen? Wir gehen jetzt schon mal ins Aufwärmen und ja. Haben hier direkt mal schwarzen Bildschirm. Unglaublich, oder? Naja, Elfmeter. Oh, Elfmeter, das ist schwer. Das ist richtig schwierig. Wer direkt in die Mitte schießen. Schöner Schuss, schöner Schuss. Müssen alle Ziele treffen. Finde ich gut, dass es solche Skill-Übungen gibt. Sonst, weil ich keinen Skill habe. Ah, doch, ist ganz gut. Aber er war jetzt auch keine viel Puppe. Warum? Nein! Okay, da habe ich zu irgendwas geschossen. Ah, es klappt gerade nicht so, wie ich möchte. Das war schlecht. Man sieht natürlich, im Spiel sieht man nicht, wo man hinschießt, sonst wäre es ein bisschen zu einfach. Ach, das gibt's doch nicht. Warum zieht er dann auf einmal so plötzlich nach links? Ja, genau. Bis kurz davor, will so ein bisschen rüber und dann auf einmal zieht er komplett nach da. Ja, wie gesagt, schon wieder. Ist ein bisschen schwer, aber ja gut. Einen Versuch haben wir noch, machen wir noch schnell. Huch, jetzt wollte ich passen. Ja, ist nicht so gut. Ja gut, ich habe aufs untere Ziel. Ist ja egal. Ja, schon wieder nach. Oh Mann. Naja, gut. Aktuell Bestleistung 3744. Ich habe noch nicht viel gemacht mit den Skill-Spielen da, aber ich habe Erheber schon, glaube ich, auf Gold. Oder so ist jetzt bestimmt nicht viel. Ich habe alles schon geschafft und was weiß ich. Und gute Start ins einfach mal das Spiel. FC Augsburg. Zu Hause. Gegen. Genua. Das wird eine interessante Fußballauseinandersetzung. Manni Breukmann sagt, es wird eine interessante Fußballauseinandersetzung. Hoffe ich auch, und dass wir nicht sofort so abkacken werden, dass wir hier nur zu 10 verlieren oder so. Manuel Breukmann und Frank Buschmann werden das Spiel nicht kommentieren. Jedenfalls nicht. Das hat sich jetzt falsch gehört. Jedenfalls nicht, bis ich es sage oder so. Irgendwas, was soll ich sagen? Jedenfalls, bis ich sie ausstelle, werden sie das Spiel kommentieren und sonst ignoriere ich sie nur. Sie dürfen trotzdem sinnlose Kommentare abgeben. Über die ich mich natürlich lustig machen werde, weil ich ein Lustigmacher bin. Die Aufstellung von FC Augsburg hier auf Aufburg, Aufburg. Nein, von dem FC Augsburg. Die Aufstellung hier, Jensch und kennen wir alle, unsere Mannschaft. Ja. Hoffen wir mal, dass es hier jetzt gleich losgeht. Oder ist auch schon Anschluss für Genua. Drück mir die Daumen, das geht nämlich jetzt los. Schauen wir mal, was wir gegen die machen können. Ja, da kommt schon Bonsi. Ja, super gemacht von Bonsi. Das ist der Scheller. Oh, oh. Nein, da muss ich ab. Ah, schade.
Gut, dass wir schon mal nach 3 Minuten die erste Chance haben, ist ja schon mal ganz ordentlich. Das verspricht schon mal viel. Nämlich nicht. Da ist er, der neue Trainer bei seinem Debüt. Oh fuck. Und, das wird vielleicht ganz gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er dann. Ja, versucht es direkt. Ja, das ist ja schon recht frech. Dann kriegen sie gleich eine Ecke. So, es gibt Eckball. Ob die da was draus machen? Bei manchen Ecken wird es ja, gefährlich. Kein Elfmeter. Wer sah verletzt aus? Auch im Herz. Wir werden mit ausgeglichen spielen, würde ich sagen. Also nicht zu offensiv, aber nicht zu defensiv. Das ist Yahya Kuh oder Ko oder Ko oder ist das nicht ein Koreaner halt, glaube ich. Ja, das ist Bonsi im Strafraum. Und ich wollte nicht schießen. Aber war eigentlich nicht ein Schuss von Bonsi. Dessen Haare sind ja echt toll. Müssen wir Mann denken, Leute. Okay, ja, sehr schön. Erstmal hier ein bisschen diszipliniert passen. Ein bisschen aufpassen. Aufpassen. Und nicht zu überhastet agieren. Dass man irgendwie jetzt, wenn hier drauf schießt oder so, das wäre ja krank. Yes! Der Ball ist drin. 1-0 für den FC Augsburg. Mein erstes Profitor. Jan Moravec in der 17. Minute. Kommt ihr den Ball? Geht einfach auf Royan der Nummer 89 und dann schießt der Ball in das lange Eck. Und dann zu 1-0, das ist überraschend für den FC Augsburg. Aber von den Spielanteilen her ist es gerechtfertigt. Und es profitiert noch gar nicht so schwer, wie ich mir erwartet habe. Ich dachte, jetzt kommen die Rassen voll aus und spielen die über mega Kombinationen, aber es ist doch gar nicht so brutal, wie ich mir vorgestellt habe. Das war ein viel als schwerer Profi, auch wenn ich da mit Tastatur gespielt habe, was eigentlich viel besser konnte. Natürlich kann man diese Minuten des Spiels auch mal nutzen, um zum Beispiel zu sagen, wie das jetzt gerade eigentlich verlaufen wird, mit Uploaden und so weiter. Ich werde wahrscheinlich so abwechselnd machen. Die Folge hier wird wahrscheinlich am Donnerstag rauskommen. Und ich werde das wahrscheinlich so machen, so Montag, Ende 2 und dann Dienstag wieder und dann Mittwoch wieder Ende 2 und so weiter. Und das wird dann die ganze Zeit so laufen. Jedenfalls, bis ich mit dem FC Augsburg so weit in der Karriere fortgeschritten bin, sodass ich so das gerade synchron dazu mache. Also so praktisch, wenn der FC Augsburg gegen den FC Bayern spielt, im Real Life jetzt und da werde ich hier auch gegen den FC Bayern spielen. Und das werde ich halt dann irgendwie so wahrscheinlich so machen. Das halt bis zum Ende der Real Life Saison, sage ich mal. Und so dann werde ich halt jetzt den zweiten Tag hier im Park finden. Na, schaue ich mal. Oh, und da kommt die erste Chance für Genua und Kalsen hat halt gelockt gerade nochmal so ab. Und De Jong holt den Ball und geht sofort nach vorne. Ich muss sagen, dass die Handys nicht so viel Ausdauer haben. Kovac schon fast halb leer. Ja, muss ich aufpassen. Sehr schöner Pass. Immobilie hier. Da könnte was draus werden. Ja, und Jens. Und Jens rettet. So, jetzt ist wieder dieses 1-0 erstmal. Es gibt Eckball. Ja, die versucht es immer wieder. Auf den Keeper. Aber wir müssen hier ein bisschen ruhig spielen. Wir müssen hier wirklich ein bisschen chillig spielen. Nichts überhastet. Ich dachte jetzt eigentlich, fällt mir gleich noch ein Tor, wenn ich es nochmal sage, aber erstmal nicht. Vielleicht wird es ja gleich passieren. Wieder im Moravec. Ähnliche Position, aber kein ähnlicher Ausgang. Aubancé holt sich den Ball. Ah, scheiße. Hat ja klappt, ne? Er ruft sich dazwischen. Bossi hat 49 Ausdauer oder so, das ist ziemlich wenig. Ja, der Bayer holt sich ja noch den Ball. Super Spiel bisher. Verläuft alles sehr gut. Moravec auf Bayer. Das macht er richtig gut. Ah, okay. Was wird mehr ein als so Einzel zur Halbzeit, ist ja schon mal ganz okay. Kann ruhig so bleiben. Also mit dem 1-0 bin ich schon sehr zufrieden. 1-0 in diesen ersten 45 Minuten. Ach Manni, sei mal still hier. Ich richtig justiert habe. Machen wir gleich mit der zweiten Hälfte weiter. Müssen uns gar nicht erst die ganzen Statistiken anschauen. Oder Tricks.
nicht. Zweikampf um den Ballbesitz. Oh, das war jetzt nicht so gut. Ich hätte es nicht machen sollen. Das wird gefährlich. Das wird richtig gefährlich. Und Jentsch. Nein! Ey, war doch faul! Ey! Probier so ein irreguläres Tor. Die Schiedsrichter haben es immer noch nicht verbessert im FIFA 13 im Vergleich zu den anderen Spielen. Also die Schiedsrichter sind immer das Schlechteste an dem FIFA, ganz ehrlich, das ist echt. Hier, da wird er gefault. Ah ne, okay, ich nehme es zurück. War mein eigener Tor, über den er gestolpert ist. Na gut. Wie gesagt, ich finde die Schiedsrichter immer noch richtig kacke. Ist egal, ob die jetzt irgendwie gut pfeifen oder nicht, ist doch immer noch trotzdem immer noch richtig kacke. Irgendwie 99. Minute, dann irgendwie grätsche ich ihn um, also ich treffe nur den Ball und dann fällt er um und da schießt sich auf Elfmeter. Ja? Mein, okay, von mir aus, ja? Oh, scheiße. Und dann Elfmeter für den Gegner eben. Ja, und der verschießt an die Latte. Ja, und dann du bist ja mal im Strafraum, ich hau ihn weg und auf einmal Elfmeter, nochmal, noch ein Elfmeter für die gleiche Mannschaft. Und da habe ich mich so aufgeregt, das glaubt ihr gar nicht. Und die Kugel, da wegen sowas hasse ich die Schiedsrichter. Ich hasse die richtig, die sind so. Das ist, ich sage ganz ehrlich, meine Meinung ist, ohne Schiedsrichter wäre es fairer für den Spieler. Doch, muss ich ganz ehrlich sagen. Was wollte ich noch sagen? Ein wunderschönes Zuspiel. Ach ja. Souverän geklärt. Ich würde mir wünschen, dass ihr in die Kommentare schreibt, also unten jetzt, unten drunter, wie ihr möchtet, dass ich kommentiere. Also soll ich so eher auf das Spiel eingehen, auf den Spielfluss gerade, wie es hier gerade läuft, und hier jetzt so, Anselmo erobert sich Ball, Antonelli mit einer guten Flanke, hinten auf Kuh. Da, der fängt den Ball ab, Kuh. Und jetzt geht's nach vorne beim FC Augsburg. Kuh. Holt sich rein. Der versucht den Ball auf Bronze zu spielen, der kommt nicht ganz dran. Erklärt nochmal. So zum Beispiel. Oder wollt ihr dieses freie Kommentieren machen, zum Beispiel mit diesem, ja heute upload ich mal das und so weiter. Und halt so ein, ja, die Schiedsrichter sind allgemein dumm in FIFA und sowas. Wo ich sowas noch die ganze Zeit sage, oder eben wie das Ersteres. Und da würde ich gerne wissen, was ihr davon bevorzugt. Wie das machen soll, ich kann so gerne abwechseln oder so, kann ich mal ein komplettes Spiel in der ersten Art kommentieren, eins in der zweiten oder Kanon. Der Schiedsrichter sagt, ich muss diese Aktion doch unterbinden. Ich denke, ich werde sowieso in diesen späteren Spielen, wo ich dann die zeitgleich mit den Real-Life-Spielen, wo ich ein Spiel, da werde ich dann wahrscheinlich sowieso eher darüber reden. Nein, ich denke, dass die ganzen Spieler in dem Spiel halt ausgehen werden. Also wie jetzt zum Beispiel Bayern gegen Augsburg spielt. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Oh, das ist eine gute Flanke und der Ball an den Pfosten, nein! Riesenchance. Oh, das ist schade, das ist richtig schade. Das wäre schön gewesen, so Viertelstunde vor Ende führen. Bonsi, oh. Ach, das ist schade. Das wäre richtig schön gewesen, wenn wir jetzt gleich im ersten Spiel gewonnen hätten. Aber es gibt es ja noch 10 Minuten. Und vom Wechsel kommt nicht mehr aus. Es sollte eigentlich nicht auswechseln. Souverän geklärt. Nur ein bisschen aufpassen. Immer noch ein bisschen aufpassen. Dass wir nicht in den Konter laufen. Weil die werden gleich auch sehr offensiv stehen. Weil es ist unentschieden und die wollen gewinnen gegen solche Mannschaften. Okay. Die Chance nutze ich mal 5 Minuten vom Ende, um einen Dreifachwechsel zu machen. Kuh kommt raus gegen Werner. Borsé raus. Gegen Musona und dann tue ich noch Oststrotschek rein, glaube ich. Nee, doch nicht. Dann tue ich halt Perschiller raus gegen Sio. So, und jetzt geht es ja erstmal den schönen Dreifachwechsel. Beim FC Augsburg. 15 Minuten dürften ungefähr genau jetzt um sein. Denke ich mal, aber vielleicht noch ein bisschen, ein paar Sekunden. Also ich bin kein Angestellter, aber zu spät natürlich, und es kommt auch A. Merkel, also ne, Angela Merkel kommt jetzt rein, die hier mit ihren Aktionen für Unruhe sorgen kann,
und das Spiel aus den Banken bringt, ins Banken bringt, nicht aus den Banken bringt. Das wäre schön. Aufpassen, aufpassen. Noch zwei Minuten, da kommt Merkel. Achtung. Und da, so gerne sowas meine ich. Okay. Ich weiß nicht, wofür ich Freischuss bekommen habe, beispielsweise jetzt. Ich wüsste jetzt gerne, wofür ich Freischuss bekommen habe. Der hat nichts gemacht, ich habe nichts gemacht. Weil ich schon mir gefunden habe. Das ist halt sowas, was ich nicht verstehe in FIFA. Diese Schiedsrichterentscheidung ist genau solche. Und für sowas haben die auch den zweiten Elfmeter bekommen, weil einfach niemand was gemacht hat. Und trotzdem bekommt die Elfmeter. Jetzt ist Werner fast im Strafraum. Wird aber noch verfolgt. Werner im Strafraum. Nein! Ey! Das ist ein Elfmeter. Das ist zum Beispiel ein Elfmeter. Der Ball war weg und der lässt einfach nicht einstehen. Aber gut, okay. 1-1 ist ganz okay. Für den Anfang gegen Genua sind auch nicht die allerschlechtesten. Hier, das schöne 1-0 wähle ich. Jan Moravec. Und dann natürlich der dumme Ausgleich. Ja, hier, wo mein Torwart meinen eigenen Spieler blockiert, dann ist natürlich der Ball drin. Und ich bin mir sicher, auch Ihnen hat Jan das richtig Spiel Spaß spielt, gemacht. Hat er gar nicht so viel gemacht, aber ich denke, ist ganz okay. Erstes Spiel von Swimmer ein, endet mein Unentschieden. 1-1 ist ganz okay. Und nächstes Mal werden wir dann weitermachen an dieser Stelle hier. Und ich sage dann bis dann und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es dann wahrscheinlich gegen Udinese Calcio geht. Bis dann.